Hallo und Jana, klar, hast du wieder eingeschaltet. Da ihr mich in letzter Zeit immer wieder mal fragt, was ich denn so für Lebensmittel einkaufe, wenn ich in den Laden einkaufen gehe, dachte ich, ich zeige euch das heute einfach mal. Ich freue mich wirklich sehr, dass dieses Video in Kooperation mit Hofer entsteht, weil meine Familie, seitdem ich denken kann, ihre Wocheneinkäufe beim Hofer macht und das für mich einfach so was extrem Heimisches hat. Ich bin damit aufgewachsen und ich gehe dort einfach gerne einkaufen. Ich will euch in dem Video einen Einblick geben, was denn so meine Lieblingsprodukte von dort sind, was ich also immer wieder kaufe, was ich dann daraus koche und worauf ich beim Einkaufen so achte. Normalerweise filme ich bei einem What I Eat Video immer eine ganze Woche mit, aber weil ich euch in diesem Video ein bisschen genauer zeigen will, was ich koche, wie ich das gemacht habe und so, werde ich mich auf 3 Tage reduzieren. Bei Hofer gefällt mir besonders gut, dass sie großen Wert auf Herkunft, also Regionalität, Qualität und Frische der Produkte legen. Beim heimischen Obst und Gemüse ist es zum Beispiel so, dass sie es aufgrund ihrer ausgeklügelten Logistik schaffen, das Obst und Gemüse 24 Stunden nach der Ernte schon in die Filialen zu bekommen. Und manchmal sogar früher. Aber jetzt treffe ich mich erstmal mit der Mimi und dann gehen wir Hofern. Wieder zu Hause und das hier ist mein gesamter Wocheneinkauf im Überblick. Ich habe dafür 56 € bezahlt und ich komme damit locker eine Woche aus, wenn nicht sogar länger. Wie schon gesagt, möchte ich euch 3 Tage lang mitnehmen, was ich denn jetzt so koche. Das heißt, ihr werdet nicht alle diese Sachen in den Rezepten sehen, weil das ja mein ganzer Wocheneinkauf ist und ich danach ja auch noch vieles davon esse. Also ich wollte euch einfach nur mal zeigen, wie so der Wocheneinkauf bei mir aussieht. Unter anderem achte ich beim Einkaufen zum Beispiel sehr gerne darauf, dass meine Produkte Bio-Qualität haben und das wird mir hier sehr leicht gemacht. Mit dem Zurück zum Ursprung zum Beispiel oder Naturaktivprodukten habe ich hier alles Bio bekommen. Hier zum Beispiel bei den Haferflocken sehe ich auch gleich, dass die aus dem Waldviertel sind. Was ich halt zum Beispiel auch voll geil beim Hofer finde, ist, dass ich die Vegan-Sachen total schnell erkenne. Zum Beispiel bei diesem Blätterteig hier. Ich sehe halt überall das Vegansiegel ganz schnell, muss mir die Zutaten also nicht durchlesen und das vereinfacht mir das Einkaufen schon ungemein. Beim Obst und Gemüse schaue ich, dass ich die Sachen, die es in Österreich gibt, auch aus Österreich bekomme und auch in Bio-Qualität und so gut wie es geht unverpackt, wie zum Beispiel hier diese Bio-Gurken, Bio-Zucchini, Paprika, den Bio-Spar. Die Tomaten habe ich auch unverpackt bekommen. Und was ich auch voll cool finde, ist hier bei der Mango und auch bei der Avocado, dass da nicht mehr dieser Sticker hier drauf ist, sondern dass das mit einer Prägung passiert mit der Nummer. So spart man sich halt auch diese Sticker als Müll. Und sonst schaue ich halt wirklich einfach, dort braucht man das auch nicht abwiegen und irgend so einen Zettel draufkleben, der wieder Müll macht, sondern das nehme ich halt einfach so und lege das so auf die Kasse. Und auch bei Produkten, die in Österreich nicht wachsen, wird bei Hofer die Herkunft streng kontrolliert und auch da schaue ich darauf, dass die Sachen Bio sind und bei den Bananen ist mir auch Fairtrade ganz wichtig. Guten Morgen zu Tag Nummer 1. Ich mache mir jetzt Frühstück und weil ich heute ein Frühstück brauche, das mich etwas länger satt hält, werde ich mir Porridge machen, hier mit den Haferflocken und mit einem Sojadrink. Außerdem gebe ich noch Erdbeeren rein und Heidelbeeren, die sind ja gerade in Saison. Und dann werde ich mir noch Sojadrink in meinem Milchschäumer aufschäumen für meinen Kaffee. Das hier ist jetzt das fertige Frühstück. Auf die Haferflocken habe ich noch Ahornsirup draufgegeben und die Erdbeeren esse ich übrigens immer mit dem Grün. Und gebt euch diesen Milchschaum. Ich glaube, ich trinke Kaffee eigentlich nur wegen dem Milchschaum. Ich mag den Kaffee eigentlich gar nicht. Ich war richtig lange satt vom Frühstück, das heißt, es gibt ein verspätetes Mittagessen, es ist schon 3 am Nachmittag. Ich werde mir jetzt was machen, was ich euch letztens in meiner Instagram-Story gezeigt habe und voll viele gefragt haben, wie genau ich das gemacht habe. Und zwar eine Pizza, mal auf eine andere Art und Weise. Ich werde nämlich den Pizzateig einfach ohne Belag, nur mit Öl bestrichen und mit Knoblauch eingerieben, in den Ofen geben und den Belag dann in der Pfanne vorbereiten und das dann belegen. Das Kochen muss heute ein bisschen schneller gehen, da ich noch einiges zu tun habe, und deswegen habe ich mir einen fertigen Pizzateig genommen, der ist auch Vollkorn, und den werde ich jetzt einfach mit Öl bestreichen und mit Knoblauch und dann geht's in den Ofen. Für Dressings und Soßen aller Art probiere ich immer gerne ein bisschen herum. Zum Beispiel nehme ich gerne ungesüßten Naturjoghurt, verschiedenste Aufstriche, mit Nussmus mache ich auch viel, und da probiere ich einfach Sachen zusammenzurühren, die halt gut miteinander kombinierbar sind, und schaue dann einfach, wie es schmeckt, und genau dasselbe werde ich jetzt auch hier mit den beiden Sachen mal probieren, und das gebe ich dann oben auf die Pizza als Dressing rauf. Für den Belag kann man dann natürlich alles Mögliche drauf machen. Ich brate hier jetzt Räuchertofu an, den ich so gecrumpt habe, und Spargelgrünen, und da werde ich zum Schluss dann noch Tomaten mit reinmachen, um das mehr saftiger zu machen. So sieht der Teig dann aus, wenn er fertig ist, schön knusprig, und das belege ich jetzt mit dem und gebe da oben drauf das Dressing. Hier habe ich übrigens noch Dill und Schnittlauch mit reingegeben. Dann ist auch schon wieder abends. Ich habe den ganzen Tag gearbeitet und ich muss sagen, ich habe noch gar nicht so viel Hunger, aber ich werde jetzt den Rest von meiner Pizza vom Mittag essen und danach vielleicht noch eine kleine Nachspeise. Und zum krönenden Abschluss des Tages gibt es heute noch Schokoeis mit Mango, und ich habe hier oben noch Sesam drauf gegeben. Keine Ahnung, ob das für einige von euch abartig ist, aber ich finde es geil. Und so sieht das vegane Schokoeis hier aus. Es gibt es auch in anderen Sorten. Es gibt auch Vanille und Erdbeere zum Beispiel. Und Zitrone habe ich auch gesehen. Guten Morgen! Zum Frühstück gibt es heute Brot. Ich habe mir hier 2 Brote mit Avocado gemacht und Paprika und dann noch mit dem Tomatenaufstrich, mit dem ich auch gestern das Dressing gemacht habe, und Gurke drauf und noch extra ein bisschen Gemüse nebenbei. Hier habe ich noch Pfeffer drauf getan, und heute gibt es mal keinen Kaffee, sondern Tee. Zum Mittag werde ich mir heute eine Quinoa-Bowl machen. Ich hatte Quinoa irgendwie nie so wirklich am Schirm, bis ich es dann mal bei Mimi gegessen habe. Und jetzt mag ich es voll gerne. Ich probiere hier diesen Tricolore. Und einige Zutaten werde ich in der Pfanne anbraten, manche einfach so zusammenschnibbeln und dann mit dem Quinoa in eine Bowl. Wenn das mal nicht richtig lecker aussieht, ich habe hier Salat, dann den Tricolore Quinoa, und hier habe ich halt Zwiebel, Spargel, Mais, Linsen für das Eiweiß. Eiweiß habe ich auch im Quinoa, und Tomaten angebraten und gewürzt. Das Dressing hier ist aus Avocado, Sojajoghurt, Wasser, verschiedenen Gewürzen und Kräutern. Und Senf. Auch ganz wichtig. Das kommt jetzt hier drauf. Es ist schon 9 Uhr abends. Ich war jetzt den halben Nachmittag und den Abend noch auf einer Demo und ich habe ziemlichen Hunger, aber ich will nichts mehr essen, was zu kräftig ist, weil ich wahrscheinlich gleich schlafen gehen werde. Drum habe ich mir aus den Resten von der Bowl noch eine Füllung gemacht, hier für meine Salatwraps. Ich benutze einfach Salatblätter als Wraps, und dann habe ich noch übrigen Räuchertofu reingetan, Sojajoghurt und Tomaten, und das werde ich jetzt einfach zu so Wraps zusammenfalten und essen. Oh, ich habe so Hunger. Guten Morgen zu Tag 3. Ich werde meinen Tag heute mit einer Smoothie Bowl starten, und die Grundlage für meine Smoothies sind in letzter Zeit immer Gurken und Bananen, und dann baue ich das Ganze auf mit zum Beispiel hier Spinat, und toppen werde ich die Smoothie Bowl mit Obst, und dann kommen halt noch ein paar Nüsse und so mit in den Smoothie rein. Also ich habe hier jetzt drin Gurke, Banane, Spinat, Cashewkerne, Leinsamen, Walnüsse und einen Schuss Sojamilch. Wow, diese Farbe! Pure Gönnung heute Morgen. Ich bin jetzt dann noch mit ein paar Freunden unterwegs und ich will unbedingt einen Apfelstrudel mitnehmen, deswegen mache ich den jetzt schnell. Ich habe mir hier diesen Blätterteig genommen, mit dem geht das ganz einfach. Da rolle ich den hier einfach aus, schneide ein paar Äpfel klein, werde ein paar auch noch pürieren, damit es schön saftig ist. Und dann gebe ich da noch Dattelsüße mit rein und Zimt und gebe das dann einfach mit Füllung da rein. Und ab in den Ofen. Das ist ja der fertige Apfelstrudel, der hat jetzt vielleicht 15 Minuten gedauert oder so. Also im Ofen, also insgesamt vielleicht 20 Minuten. Und ich habe währenddessen halt einfach noch was anderes gemacht. Den werde ich jetzt klein schneiden und mitnehmen. Ich habe schon richtig Hunger, aber ich habe jetzt nicht mehr wirklich Lust, noch groß aufzukochen. Deswegen werde ich mir jetzt Nudeln mit so einem Bio-Sugo Weizen-Bolognese machen. Und da werde ich einfach noch ein paar Linsen und Gemüse mit reingeben. Und dazu mache ich mir hier diese Nudeln. Ich finde es so cool, dass die einfach in Papier verpackt sind und dass man da auch lesen kann, dass die aus der Region Weinviertel-Neusiedlersee sind. Wie cool ist das bitte? Und das ist es auch schon, mein fertiges Abendessen. Ich habe da jetzt noch Hefeflocken und Sonnenblumenkerne draufgegeben. Ich gebe immer sehr, sehr gerne auf mein Essen noch oben irgendwelche Körner oder Samen drauf für Healthy Fats. Generell mache ich auch gerne in alles Mögliche sehr viel Gemüse rein, wie ihr schon gemerkt habt. Ja, das war's dann auch schon wieder mit dem Video. Ich hoffe, ich konnte euch einige Inspirationen und Ideen für den Alltag mitgeben. Und ich wollte mich nochmal herzlich bei Hofer bedanken. Ich freue mich immer wieder sehr zu sehen, dass zum Beispiel auch das vegane Sortiment immer mehr ausgebaut wird. Das ist sehr schön, das erfüllt mein Herz. Und dass sich auch zum Beispiel so viel in Richtung Nachhaltigkeit tut. Ansonsten wünsche ich euch auf jeden Fall noch einen wunderschönen Tag und sage wieder Tschüss, bis zum nächsten Video.